die Atmosphäre hier und diese knackigen Jungs. Ich verstehe schon, dass du gerne hierher kommst. Danke nochmal, dass du so kurz was die Zeit hattest. Kein Ding. Ja, sag mal, was wird denn das für eine Vorstellung hier, hä? Wir trainieren doch morgen früh erst wieder. Ich hab genug zu tun. Ich werde Ihnen beweisen, dass ich genauso fit bin wie Axel. Jetzt sofort. Unser Kleiner wieder hier. Schwärme deine Löffel gut auf, ja? Du willst doch morgen früh noch feste Nahrung zu dir nehmen können, oder? Deswegen zieh dich um, fahr heim und träum süß. Ja. Aber erst kämpfe ich gegen Axel. Von mir aus okay, komm. Aber ich will morgen früh keine Tränen sehen, klar? Komm. Hast du genug? Der ist fertig, der Kleine. Der kommt heute nicht mehr hoch. Nein, 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 das lässt du mal schön bleiben. Du willst ihn vor den Leuten hier noch mehr blamieren. Ich kann ihn doch nicht so da liegen lassen, der braucht einen Arzt. Wenn du jetzt einen Arzt rufst, das wird dir Christian nie verzeihen. Tja, mein Junge, da hast du dich wohl so ein kleines bisschen überschätzt. Ich hab's dir ja gleich gesagt. Vorsicht, das brennt jetzt kurz. Sorry, das muss sein. Schon gut. Du wirst deinem Coach schon noch beweisen, dass du fit für den Kampf bist. Du musst dich nur richtig reinhängen. Ach, das ist doch so ein Unsinn. Hey. Der Typ hat nur gewonnen, weil er gedopt hat. Sonst hätte ich ihn platt gemacht. Scheiße. Mann, ich weiß das. Kandetsky wirst du das auch noch zeigen können. Und dann stellt er dich vielleicht doch noch für den Kampf auf. Ach, so viel kann man nicht trainieren als normaler Mensch. Nicht ohne Doping. Ich habe mich heute sowas von zum Fallobst gemacht. Jetzt mach dir doch nicht so einen Kopf wegen irgendwelcher Assis, die nur Stroh in der Birne haben. Heute, da haben die noch über dich gelacht, aber irgendwann da legst du jeden von denen auf die Matte. Olli, deren Meinung, die interessiert mich einen Scheiß. Um die geht es nicht. Warum denn dann? Machst du dir etwa Sorgen, was ich von dir denke? Nein. Es geht um meinen Vater. Der hat sich früher immer gewünscht, dass ich ein großer Boxer werde. Und hätte er mich heute gesehen, da hätte er sich für mich geschämt. Na? Tut's noch weh? Halb so wild. Ich meine nicht die Visage. Du hast Talent. Das habe ich sofort gesehen. Danke.
Aber Talent alleine reicht nicht. Das habe ich gestern gesehen. Eben. Deswegen reden wir mal Klartext, ja? Du bist an einem Punkt, da musst du Entscheidungen treffen. Machst du weiter oder hörst du auf? Ja, ich mach weiter, keine Frage. Ist nur die Frage, wie. Es geht natürlich auf die altmodische Tour. Sauber. Ne? Du verstehst, was ich meine. Aber dann bist du frühestens in 2, 3 Jahren so weit, dass ich dich gegen die wirklich guten Jungs boxen lassen kann. Was? 2, 3 Jahre? Mindestens. Es ging natürlich auch schneller. Wie gesagt, ist deine Entscheidung. Natürliche Mittel zur Leistungssteigerung sind eine sportliche Ernährung sowie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Traubenzucker oder bestimmte Aminosäuren. Weitere leistungssteigernde Möglichkeiten, die allerdings... Vielleicht sollte ich doch lieber Popstar werden als Model. Was meinst du? Ui, da haben wir wohl jemanden bei was erwischt. Quatsch. Und wie rot er wird. Was bestimmt heimlich im Schwulen-Chat. Blödsinn. Wir haben doch alle unsere kleinen Geheimnisse. Olli, ich habe überhaupt keine Geheimnisse. Gut, dann hast du eben keine. Zeig mal dein Gesicht. Man sieht ja gar nichts, komm mal mit ins Licht. So. Ups. Ist schon gar nicht mehr so geschwollen. Du recherchierst über Doping? Olli, ich habe nur ein bisschen recherchiert. Was gehst du eigentlich einfach an meinen Laptop? Sag mal, spinnst du? Und warum hast du dann so ertappt reagiert? Ja, weil ich genau wusste, wie du reagieren würdest. Mann, hier stehen so viele Sachen, die absolut legal sind und total ungefährlich. Sagt wer? Die Typen in dem Chat. Die haben's ausprobiert. Glaubst du denn, die schreiben da drin die Wahrheit? Was ist das hier eigentlich? Unser Olli, der Mega-Experte in Sachen Doping? Ja, und du bist scheinbar der Mega-Trottel, was das Thema angeht. Oder glaubst du, das Zeug wäre verboten, wenn's so harmlos ist? Sag mal, verstehst du's nicht? Ich informiere mich über legale Sachen. Richtiges Doping kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Christian, das sagst du jetzt und irgendwann heißt es dann plötzlich, ich will's doch nur mal ausprobieren. Ist dir eigentlich klar, dass du die Spore knicken kannst, wenn rauskommt, dass du während der Prüfungsphase gedopt warst? Ach, da stehen doch bestimmt auch Sachen drin, die man ihm nicht nachweisen kann. Obwohl, bei so einer Lusche wie dir könnte man vielleicht sogar noch was rausreißen. Pass mal auf, du verpiss dich jetzt mal, okay? Zack! Christian, bitte. Ich stell dir jetzt eine Frage und ich will, dass du die ehrlich beantwortest. Hast du vor zu dopen, ja oder nein? Nein. Versprichst du es mir? Mann, was soll das hier, Mutti? Versprich es mir einfach. Christian, bitte, versprich mir, dass du das Dreckzeug nicht anrührst. Mann, Olli, das ist mein erster Profikampf. Den will und werde ich gewinnen. Das gibt's doch nicht! Dir ist es völlig egal, was es für mich bedeutet, wenn du dopst. Unsere Beziehung, die hat nichts mit meiner Boxkarriere zu tun. Doch, ich hab total Schiss um dich! Ist dir das hier lieber? Dass ich jeden Tag so nach Hause komme, weil die anderen besser sind? Ich bin bei einem super Boxpromoter unter Vertrag. Und ich habe die Chance, mir einen Namen zu machen. Und dafür riskierst du mal eben deine Gesundheit. Ich riskiere gar nichts. Ich helfe einfach nur ein bisschen nach, damit ich schneller Fortschritte mache. Vorgestern klang das noch ganz anders. Ja, weil ich auch noch nicht richtig informiert war. Ich habe doch auch nicht vor, das Zeug ewig zu nehmen, sondern nur bis zum Kampf. Mach dir doch nichts vor. Wenn du einmal damit angefangen hast, dann hörst du nicht mehr auf. Was ist denn die Alternative? Dass ich von morgens bis abends trainiere? Ja, ist immer noch besser, als wenn du den Kampf machst. Trainieren, Kellnern und mein Studium. Ich schwöre dir, keine 2 Wochen und du bist der Erste, der sich beschwert, weil ich keine Zeit mehr für dich habe. Christian, ich mach damit, aber lass die Finger von dem Zeug. Ich habe alles im Internet nachgelesen. Doping ist nur gefährlich, wenn man es falsch angeht. Grandetzky weiß doch auch, was er tut. Okay. Dann musst du da eben alleine durch. Ich werde nicht zusehen, wie du dich kaputt machst. Pass mal auf, und erpressen lasse ich mich schon gar nicht. Komm mir nicht auf die Tour.